Guten Morgen, Leute. Ich habe gerade meine tägliche Ration Milbenscheiße gegessen und dachte mir, es ist jetzt wieder Zeit für ein Let's Play. Eigentlich wollte ich das ja nicht machen, weil hier nichts ernst gemeint ist auf dem Kanal, was einige nicht raffen. Die 5 Dislikes unter dem letzten Video, alles Hater und Neider. Aber wenigstens gab es mindestens eine Person, die meine Kunst zu schätzen wusste. Ihr, Kalle. Top-Notch-Kamera übrigens. So, hier. Hat mir gesagt, mach mehr Let's Plays, beste Gesundheitswert, Beschäftigung, bla. Aber was Geileres als Magic, please. Spaßt. Das heißt, ich spiele jetzt was anderes. Ich beuge mich dem Willen der Community. Aber wenigstens weiß er meine Kunst zu schätzen. Deswegen spielen wir jetzt Frontschweine. Frontschweine ist ein gutes Spiel, ist hoffentlich was Geileres als Magic, please. Er sagt nämlich, er könnte es stundenlang angucken mit einem ordentlichen Game. Das ist ein ordentliches Game. Und das zocken wir jetzt. Ich muss sagen, oh geil, dieser Bildschirm schon, ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Frontschweine kennt. Ist ein gutes Spiel. Das ist meine Kindheit. Mal gucken, was ich hier so für Safe Games habe. Laden, zack. Ja, die Hitlerjugend. Laden wir doch mal. So. Das Lied im Hintergrund ist ein gutes. Der Fokus der Kamera auch. So, Völkner, ich könnte jetzt Kalle mal einwechseln, aber der ist ein bisschen nicht gut gelevelt. Aber ich mach's einfach mal. Weil Kalle ist halt, wie gesagt, also habt ihr ja sicher gelesen, der ist krank. Hier, Friedrich kennt ihr, glaube ich, nicht. Obwohl der ein guter Mann ist, wenn Friedrich nicht dabei ist. Hier, der hat schon 24 Schlachten für mich gefochten. Wenn der nicht dabei ist, dann verlieren wir, aber egal, Kalle kommt mit rein. Los geht's. So, das Letzte. Guck, da, die Kackwurst da hinten. Muss ich noch erobern. Und wenn es Kalle dabei besser geht, geht's mir gut. Ich werde allerdings jetzt an den Erwartungen meiner Community zerbrechen, vermute ich. Ich meine, jetzt sind die Gemüter gehypt, die erwarten jetzt immer Top-Notch-Content. Also mindestens eine Person und da komme ich eh nicht hinterher. Ich gebe mein Bestes. So, jetzt geht's los. Das bin ich. Als erstes geht man hier mal, ich mache das mal ein Stück leiser, weil hier ist sonst übelst Ton-Overload. Hier kann man jetzt hier so mit einem Rufschlag. Ach Gott, jetzt muss ich nicht sehen! Verzeihung. Könnte man jetzt hier mit dem Luftschlag machen, aber ich hau ja mal so ein Dynamit hin. Da sitzt nämlich einer drin. So, geh ich runter. Ja, das ist schon scheiße. Habe ich jetzt meinen eigenen mit erwischt, habe ich wieder nicht nachgedacht. Toll. Ich würde sagen, Kalle erwischt jetzt schon hart. Der ist schon nur noch bei 42 Leben. Der ist halt, wie gesagt, echt unterlevelt. Jetzt hat er noch 2 Leben. Das ist nicht so gut. Das ist halt, ne, ist wie Worms in gut. Die Hitlerjugend geht an den Start. Was ist das? Ein Held? Das ist, glaube ich, Max. Warte kurz. Max, jawohl. Kennt ihr, glaube ich, nicht. Habt ihr gelitten? So, ich habe das Spiel hier übelst gebastelt. Passt mal auf. Wenn man sich nämlich hier drunter stellt, ist man vor den meisten Angriffen des Gegners gefeit. So, kann man hier nämlich einen Luftschlag auf diesen Assi hier drauf machen. Und dann geht's voll ab. Ja, ich muss aber sagen, das Spiel ist jetzt nicht so meins. Also ist schon geil, aber so für Let's Plays, weil es ist halt schon geiler, wenn man gegen echte Gegner kämpft, wie in dem Magic-Spiel. Es ist halt einfach geiler, wenn man die dominiert. Oh, was war denn das jetzt? Ich habe den falschen MG-Stand zerschossen, oder was? Was ist hier los? Also Kalle ist jetzt schon mal tot. Naja. Hat jetzt nicht so viel gebracht, den einzuwechseln. Gut. Das ist schlecht. Anscheinend war Robert ein weiterer meiner Saboteure in dem anderen Geschützturm. Und den habe ich jetzt übelst hart zerbastet. Das ist schlecht. Hier, das ist meine Lieblingswaffe. Wenn man die geschickt einsetzt, kann man das gegnerische Schwein hart von der Map blasen. Dann braucht man nicht so viel Schaden machen. Die hat jetzt 200 hier, die Sau. Ja,
Reicht leider nicht ganz. Ja, ist schade. Auch ein bisschen weiter gepustet, wäre er weg gewesen. Hätte ich quasi 200 Schaden gemacht. Ja, gut, das, jetzt kann ich quasi schon aufgeben. Robert ist jetzt auch tot. Max wird es, denke ich, auch erwischen. Ein schlechtes Spiel. Also ich muss sagen, gegen echte Gegner macht mehr Spaß, wenn man die so richtig vernichtet und das Salz streuen kann. Oh, Max überlebt. Nee, Robert. Nee, scheiße. Ja, gut. Kalle, du bringst Pech. Spaß. Oh, er hat Spaß gesagt. Oh nein, darf er das? Hahaha. Erinnert mich an das Darf er das Video. Ach, ihr seid alle hässlich. Ja, was machen wir? Hier, das ist auch eine richtig gute Waffe. Muss ich erstmal auf diesen scheiß Berg hoch. So. Jetzt schieße ich hier. Ich gucke übrigens gerade durch das Kameradisplay. Ist richtig gut. Schieße hier Big Mud, was weiß ich, wie der scheiß Kunde heißt. Ich hätte schon fast wieder Spaß gesagt. Macht man nicht. Ist nicht massenkompatibel. Das juckt die Gemüter. Auf jeden Fall, am geilsten ist es halt einfach gegen menschliche Gegner. Muss ich nochmal einhaken. Magic jetzt zum Beispiel. Also, wenn man das gegen einen echten Menschen spielt und den übelst kaputt macht, das fühlt sich gut an. Also am besten, der hat seinen eigenen gefickt. Das bin ich. Ich habe noch volle Gesundheit, weil ich hier Macker bin. Luftschlag, ganz klar. Diese Legende. ja, wenn man Magic am besten gegen eine Person spielt, zu der man keinen emotionalen Bezug hat, was bei mir jede Person ist, außer Kalle, und die so richtig kaputt macht, dass sie keine Chance hat und man sieht so richtig in ihrem Gesicht das Licht erlischen, das ist geil. Ja, bevor ich hier übelst zunichte gemacht werde, muss ich auch noch über aktuelle Themen reden, weiß ich jetzt nicht so viel. Pete Smith hat sich irgendwie neulich so ein bisschen kleiner gemacht, da ist irgendwie einer gegangen. Haben alle in den Kommentaren zu kollektivem Suizid aufgerufen. Fand ich gut, wie da alle übelst drauf abgegangen sind. Kann ich nicht verstehen. Was ist hier los? Die kleinen Kinder, das Alter. Ich hoffe, ich habe auch so eine Reaktion, wenn ich dann irgendwann mit meinen Let's Plays aufhöre. Dass dann alle sich umbringen wollen. Ach, ich bin so schlecht. Guck mal, Leute. 15 Schaden mit so einer dicken Waffe. Ja, auf jeden Fall klickt unten mal auf den Affiliate-Link und kauft euch das Spiel bei Amazon. Ist ziemlich gut. Das ist ein Evergreen, würde ich sagen. Hier, jetzt seht ihr, wie ich das Spiel nämlich übelst gebastelt habe. Der ballert jetzt hier so seine krasse Ladung von oben auf mich. Aber ich stehe unter dem Geschützstand. Zack. Ah, fuck. Nun. Das kriegt er natürlich zurück. Hier, Clustergranate ist in der Regel auch immer ganz gut. Wie viel Leben hat der? 102. Könnte die Clustergranate schaffen. Die macht 30. Und dann 5 mal 15. Im besten Fall. Das war nicht schlecht. Vielleicht reicht's. Oh, so eine Sau. Ja, also, tut mir leid, wenn jetzt dieses Let's Play hier unter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Oh, scheiße, Mann. Ich sterbe echt hart. Eigentlich bin ich voll der Pro in dem Spiel, muss ich sagen. Ja, gut. Also das geht besser. Der Anschlag war jetzt so effektiv wie der Feminismus. Um da nochmal eine kleine Rakete hinzufeuern. Ja, der kriegt auch nochmal eine Clustergranate. Der steht halt echt ungünstig. Bam! Oh, habt ihr das gesehen? Auf den Mann! Auf den Mann! Wo man im Fußball sagt, ist schlecht, ist hier gut. Also, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet, was ich hier mache. Ich weiß, es ist gut. Aber ich brauche die Bestätigung. Also schreibt bitte ganz viel in die Kommentare. Und ja, ich weiß, heute ist nicht der vorhergesehene Tag für Let's Play. Alter, das war ja richtig schlecht, aber er stirbt trotzdem. Aber was sind schon Upload-Pläne, ne? Nee, aber ich muss hier nochmal ein bisschen anprangern,
wie Leute hier alles ernst nehmen auf dem Kanal. Das ist echt irgendwie hart. Es kann nicht sein, dass ich dann von irgendeinem Ausländer, ja, so ein Ausländer schreibt mich an und sagt, hey, hier, ich habe den Kanal, den Titel vom letzten Video bei Google Übersetzung reingehauen und es sagt, the future of this channel, was ist los? Ich bin besorgt. Kann ja wohl nicht angehen, oder? Also, ich weiß nicht, ob ihr den Kanalnamen mal konsultiert habt. Sprachspasmus. Heißt Nostera Furz. Ja. Und dann gibt's noch die Gümpels von euch, die hier dem Kanal so eine 1-Minuten-Regel aufoktroyieren wollen. Das sehe ich halt mal gar nicht ein. Ja. Also, wenn ihr weiter so macht, wird der Hauptkanal geschlossen und es läuft nur noch der hier. Könnt ihr aber wissen, macht euch bereit, Hitlerjugend. Es kommt der Feind. Also diesen Sack hier, ich vergaß den jetzt. Ja? Weil das finde ich gut. So. Der ist jetzt vergast. Der stirbt jetzt. Meine Güte. Also wer hier auf dem Kanal irgendwas ernst nimmt, hat ernsthaft Probleme. Also reißt euch mal zusammen. Sonst mache ich halt hier immer Let's Plays. Also es ist halt hoffnungslos verloren hier. Und ich weiß, wessen Schuld das ist, Kalle. Du warst halt zu nichts nutz. Ist schlecht. Hier, den schieß ich jetzt noch weg. Ach nee, komm. Ach komm, hier. Schieß ich irgendwo hin, ist mir jetzt egal. Ja, also ich brauche auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein Spiel gegen einen echten Gegner. Vielleicht trolle ich ein paar Leute in GTA 5. Vielleicht lasse ich es halt auch einfach, weil ihr meine Let's Plays nicht zu schätzen wisst. Hater und Neider. Auf jeden Fall addet mich bei Twitter, ich tweete euch fett ein. Ich mache da ungefähr einen Tweet in der Woche. Das ist eine gute Plattform. Da kann man nämlich kompakt, Mission gescheitert, kompakt in einen Satz fassen, was die Welt bewegt. Und dann kann man die Welt bewegen. Und meine Longboard-Tour geht demnächst los. Also macht euch bereit, haltet eure Schlüpfer fest. Es geht richtig scharf. Es wird halt ein internationales Happening diesmal. Hier alle tot. Ich weiß nicht, ob man das sieht, weil diese Assi-Kamera nicht so gut ist. Gerade eben. Die ist schon gut. Die hat uns Leubsdorfer Jung empfohlen. Leubsdorfer Jung hat seinen Kanal dicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Keine Ahnung, was da los ist. Sein Facebook ist auch zu. Ich habe ein bisschen Angst. Naja, gut. Also ich würde sagen, 13 Minuten haben wir jetzt, 13:30. Die 1:30 machen wir jetzt noch voll, weil Consistency, die Leute müssen an dieses Kanalkonzept gewöhnt werden. Dazu gehören auch feste Zeiten für die Videos. Team ändern. Ich hoffe, Kalle ist in den 15 Minuten jetzt hier ordentlich genesen, weil wenn er zu Hause liegt und krank ist, dann ist das schlecht. Aber ich fühle mich unwohl, weil ich mich dem Willen der Community gebeugt habe. Muss ich halt auch mal, man muss halt auch mal ernstes Video machen können und darüber reden. Ihr seid halt die Zuschauer. Ich meine, ihr habt mich groß gemacht, aber wir sind halt keine Freunde. Ihr könnt nicht über mich bestimmen. Das geht halt nicht. Ja. Würdet ihr sagen, Dreadlocks würden mir stehen? Also jetzt nicht so lange, erstmal nur so ein bisschen kürzer. Schreibt das mal in die Kommentare. Dann wird das Video nämlich in der Suche auf YouTube weiter oben angegeben, weil die Interaktion groß ist. Also schreibt bitte viele Kommentare rein. Außerdem interessiert mich eure Meinung auch ganz sehr. Also das ist wirklich entscheidend. Ich treffe die Dreadlock-Entscheidungen nur, wenn ihr das für mich
entschieden habt. Aber wir sind keine Freunde und ihr kontrolliert mich nicht. Also eure Meinung ist mir wichtig, schreibt es in die Kommentare.